Heute zeige ich euch mal einen echten Festtagsbraten. Geschmorter Schinkenbraten mit selbstgemachten Kroketten, Erbsen- und Möhrengemüse und einer selbstgezogenen Rahmsoße. Darum geht's also in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Die Zutaten laufen hier gerade wieder durch. Das ist aber zu schnell, um sie mitzulesen. Ihr könnt sie deswegen unter diesem Video nachlesen. Ich habe im Übrigen auch wieder meine Gemüsebrühepaste benutzt. Wie ich die gemacht habe, das seht ihr in diesem Video hier oben. Es liegt in der Natur der Sache, dass der Braten am längsten dauert. Deswegen bereite ich den als erstes vor. Zunächst wird das Fleisch gut gewaschen und dann mit Hilfe von Küchentüchern gut abgetrocknet. Außen hat der Braten noch viel Fett. Das schneide ich ab, schmeiße es aber nicht weg. Das kommt später mit in den Topf, wenn ich den Braten anbrate. Außerdem wird eine Zwiebel geschält und klein geschnitten. Die kommt ebenfalls mit in den Topf. Jetzt wird 1 Liter Wasser zum Kochen gebracht und mit der Gemüsebrühepaste wird eine kräftige Gemüsebrühe gemacht. Jetzt wird das Butterschmalz geschmolzen und in dem heißen Butterschmalz wird der Braten von allen Seiten gut angebraten, damit die Poren sich schließen. Nein, das war ein Scherz. Aber mal im Ernst, das steht in vielen Rezepten, Fleisch anbraten, damit die Poren sich schließen. Nur schaut mal, ob Fleisch Poren hat. Haut hat Poren, das Fleisch aber nicht. Je länger die Kollagenfasern sind, desto zäher wird das Fleisch. Wie bereits erwähnt, kommt das weggeschnittene Fett und die Zwiebeln mit in den Topf. Dann wird das Ganze mit der Brühe aufgefüllt, Deckel drauf. Und jetzt darf der Braten 2 Stunden lang schmoren. In dieser Zeit können wir uns um das Erstellen der Kartoffelkroketten kümmern. Dafür werden die mehlig kochenden Kartoffeln, ihr seht, hier sind es nur 3 Stück, aber es sind tatsächlich 500 Gramm wie Salzkartoffeln gekocht. Nach gut 20 Minuten wird mit einem spitzen Gegenstand, ich habe hier ein Messer verwendet, getestet, ob die Kartoffeln gar sind. Wenn die Kartoffeln gar sind, werden sie abgeschüttet und am besten noch heiß durch eine Kartoffelpresse gepresst. Natürlich nicht auf den Küchentisch, sondern in eine Schüssel. Das sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Die Kartoffelmasse wird dann auf Zimmertemperatur wieder runtergekühlt. Denn es kommt ja noch Eigelb mit dran, nicht dass das anfängt zu stocken, wenn es in die heißen Kartoffeln käme. Speisestärke und Butter oder Margarine werden abgewogen, die Eier getrennt, das Eigelb in die Kartoffelmasse und die Speisestärke sowie auch die Margarine, ich habe Margarine verwendet, ihr könnt aber auch Butter verwenden, kommt ebenfalls mit in die Kartoffelmasse. Alles gut vermengen und wenn ihr euch an die Mengenangabe haltet, kommt hinterher ein wunderbarer Teig raus. Schaut mal, da klebt nichts mehr an den Fingern. Nach 2 Stunden wenden wir uns dann wieder dem Schmorbraten zu. Erstmal wird getestet, ob die Kerntemperatur erreicht ist. Diese sollte mindestens 75 Grad haben. Bei mir waren es 90 Grad, das heißt, der Braten ist auf alle Fälle fertig. Der Braten darf jetzt erstmal 15 bis 20 Minuten ruhen. Deckel drauf, nicht vergessen. Dann wird das Gemüse vorbereitet, Butterschmalz in einen kleinen Topf, Zwiebeln dazu, Erbsen und Möhren mit rein, heiß werden lassen und das habe ich dann bei 80 Grad im Ofen warm gestellt. Und dann geht's ans Erstellen der Soße. Etwas Butterschmalz in einem zweiten Topf erhitzen, die Zwiebeln dazu und etwas andünsten, Tomatenmark mit rein, auch das darf ein wenig mit anrösten und schon mal den Löffel Knoblauchmus mit dazu. Das Knoblauchmus habe ich natürlich wie immer selber gemacht. Wie ich das gemacht habe, das seht ihr in diesem Video hier oben. Jetzt wird 1 Liter von dem Bratenfond durch ein Sieb in den Topf gegeben. Mit einem Pürierstab wird die Soße jetzt püriert, dann die Sahne dazu, nochmal etwas abschmecken, verrühren und das Mehl mit dem Wasser vermengt mit in die Soße. Das bindet dann. Die Soße ist fertig und kann heiß gehalten werden. Schließlich werden dann die Kroketten noch zubereitet. Erstmal etwas Paniermehl auf einen Teller geben, die Arbeitsfläche einmehlen und die Kartoffelmasse zu einer Rolle rollen. Die darf so 2,5 bis 3 cm dick sein. Von der Rolle werden dann ca. 4 cm oder auch 5 cm lange Röllchen abgeschnitten.
Ich bin mir sicher, ihr habt alle schon mal Kroketten gegessen und wisst, wie die aussehen. Also ungefähr diese Dicke und Länge sollten sie haben. Die Röllchen werden dann in dem Eiweiß gewälzt und später in, hier zu sehen, dem Paniermehl. Die fertigen Kroketten werden schon mal auf ein Blech gesetzt und dann werden alle anderen weiteren Kroketten nach demselben Verfahren erstellt. Aus 500 Gramm Kartoffeln habe ich 19 Kroketten bekommen. Die werden jetzt nach und nach in heißem Fett frittiert. Wer eine Friteuse hat, kann die natürlich auch verwenden. Kleiner Hinweis: Das Fett sollte nicht mehr als 120 bis 130 Grad heiß sein. Und wenn die Kroketten dann goldgelb gebraten sind, sind sie fertig und wunderbar knusprig. Übrigens, gebt nicht zu viele Kroketten gleichzeitig ins Fett. Sie sollten frei schwimmen können. Die bereits fertigen Kroketten werden auf einem Küchentuch zum Abtropfen beiseite gestellt. Und wenn die Kroketten soweit sind, kann das Fleisch geschnitten werden. Man kann es hier nur sehen und erahnen, das ist super saftig und zart geworden. Dann noch alles nett anrichten und dann ist der Festtags- oder auch Sonntags- oder auch Feiertagsbraten fertig. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen und guten Appetit. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.